Ansichtig zählen. Soll ich mir die aufheben? Ich bin mir relativ... Ich bin sehr optimistisch, dass wir den Boss dann auch schaffen. So, jetzt muss ich es aber auch upgraden. Wer weiß, ob ich was Besseres bekomme. Oder? Nein, ich lasse es noch. Ich lasse es noch. Ich lasse es sicherheitshalber noch. Vielleicht finde ich hier einen guten, ein besseres schweres Geschütz. Was dann wahrscheinlich auch viel kostet. Uff. Ach komm. Oh, wieder eine Tür. Oh oh. Sehr schön. Nein, Moment. Läuft echt gut. Hier minus 10% erlittener Schaden. Ja. Die 5%, die können echt lebenswichtig sein. Taktikpunkt hat es auch, das ist wichtig. Ja, komm. So ein Shop. Ah, leider nicht das, was ich brauche. Leider. Oh, gibt's da noch was? Warte mal. Ja, genau. Oh. Huch. Was mache ich überhaupt? Gibt's auch Glocken? Okay.
Raus hier. Sehr gut. Wieder mehr Leben. Oh, Pyrotechnik. Genau sowas. Genau sowas habe ich gesucht. Genau sowas. 21.000. Gut, dass ich nichts ausgegeben habe. Aber fuck, es hat keinen Taktikpunkt. Ist es trotzdem stärker? Müssen wir schauen. 4, 4, 1, 2. 4, Aber es kann stärker werden, wenn man es aufwertet. Komm. Wir lassen's. Wir haben noch 18.000. Boah. Gehen wir lieber den Stachel. Puh. Fuck. Okay. Umso weiter man in-game ist, umso schwieriger wird die Entscheidung wegen der verfluchten Truhe. Aber wir machen es einfach. Oh fuck. Oh shit. Ah, das lassen wir noch. Den Schlüssel lassen wir. Den lassen wir einfach mal liegen. Können wir später auch noch holen. Was war hier drin nochmal? Keine Gegner, oder? Rubin-Amulett. Nö. Jetzt müssen wir uns hoch... Okay, wir müssen uns nicht hochporten. Okay, gut.
Drei noch, come on, come on, come on, drei noch, drei noch. Oh, oh bitte nicht. Boah, war das knapp. Das wär's wieder gewesen. Oh shit, aber hier auch. Komm, komm, hol den Kumpel ein. Hol den Kumpel ein, komm. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Nice. Oh. Scheiße, dieses Spiel. Ja, verflucht ist, das ist so ein... Wenn du weißt, mit einem Schlag bist du tot. Das ist ganz hässlich. Ganz hässlich. Da geht die Pumpe aber ordentlich, finde ich. Wirklich. Das ist echt... Und mit jedem Schlag kann es halt wirklich vorbei sein, ne? Das war sehr riskant. Waren nur noch 5 Gegner. Mittleren Turm. Ah, hier unten, genau. Dann gehen wir erstmal nach rechts. Obwohl, hier wird man teleportiert. Lass uns lieber. Hier nicht. Boah, ich verfluche dich. Das wäre... Ja, da kann ich jetzt nicht hin. Come on! Sehr schön. Der letzte für 60er. Jetzt können wir wieder ein bisschen aggressiver spielen. Das ist schön. Das ist wunderschön. Das ist wirklich schön, ja. Das ist wirklich wunderschön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Oh fuck, und da wäre ich schon getroffen. Da hätte ich schon nicht aufgepasst. Aber ist auch schon wurscht, weil... Wir haben es ja schon. Da-da-dam-bam. Wurfackeln. Ich finde den Hokuto-Bogen. Der ist schon schön.
So, holen wir erstmal den Schlüssel jetzt. Oh ja. Sehr gut. Bei mehr Schaden freut sich der Papa. Okay, okay. Oh yeah. Mehr Leben, mehr Leben. Was? Ich weiß nicht, jetzt glaube ich nämlich, würde ich jetzt eine verfluchte Truhe finden, weiß ich nicht, ob ich sie nehmen würde. Muss ich ehrlich zugeben. Das wüsste ich nicht. Ob ich das machen würde. Müssen wir hier lang oder? Nein. Das war der Glockenturmschlüssel. Dum 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 dum. So, nochmal schauen. Wir haben alles aufgedeckt, gell? So ziemlich. Turmuhr. Auf geht's. Zweiter Boss. 60er. Sehr schön. 60er Tür haben wir auch. Zellen gibt's wieder. Leider nichts Gescheites für uns. Explosiver Köder, ja, ich weiß nicht. Na, 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 ups. ...130 Zellen haben wir. Die behalte ich mir jetzt. Ich bin wieder optimistisch. Pyrotechnik. Auf geht's. Yes, direkt Taktikpunkt. So will ich das sehen. 50% Schaden, wenn deine Gesundheitspunkte auf dem Maximum sind. Auch sehr stark. Das werde ich auch jetzt... Shazam, direkt 3 Taktikpunkte bekommen. Schüsse durchbohren alle Gegner. Das ist super. Das ist super jetzt. Ich will nicht mehr bei den Verzauberungen rumspielen, sonst kriege ich wieder so eine Kacke, wo ich 300% mehr Schaden fress. Deswegen, ich bin auch so gerade ziemlich stark. Ich lasse das lieber. Sicher ist sicher. Und jetzt geht's zum Boss.
Hallo. Die Hüterin der Zeit. Okay. Oh fuck, ich Idiot. Ich hätte einfach nur ausweichen sollen. No! Jetzt habe ich die No-Hit-Tür nicht. Jetzt bekomme ich die No-Hit-Tür nicht. Schade. Oh, Zamalma. Eisbogen. Nee. Ich bin mit dem Bild echt zufrieden gerade. Schade. So, hier wieder 150 hier. Wann steigt denn da mal was? Erst bei 200 oder was? Nö. Das steigt einfach nicht. Das Ding. Warum will das nicht steigen? Ah, da 3500 Zellen. Da kann man ordentlich reinpumpen. Ja, wir machen erstmal das erste voll, würde ich sagen. Fürs nächste Mal. Ich bin zufrieden. Ab geht's zur Gipfelburg. Sehr schöner Run. Kann man so lassen. Wie die platzen. Das ist echt. Heftig. Alles klar. Okay. Erster Schlüssel. Huch. Wieder ein bisschen Leben. Sehr gut. 10.000 haben wir jetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich eigentlich haben sollte beim Endboss dann. Naja.
Na, fuck you. Nur nicht übermütig werden jetzt. Nussknacker. Was haben wir hier Schönes? Nicht. Okay. Sehr gut. So, der nächste Raum. Jetzt könnten wir eigentlich schon in den Thronsaal, aber wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Es läuft halt echt sehr gut gerade. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie ein Baguette oder ein Croissant oder sowas. Das wäre natürlich ideal. Nur Schaden dürfen wir halt keinen mehr bekommen. Sehr schön. Und schwupps. Noch ein bisschen Schaden. Oh, 25 Taktikpunkte jetzt. Das geht, ne? Ist okay. Bereich. Hier unten wäre noch eine Truhe. Oh oh. Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Oh fuck! Er weiß halt immer. Er weiß halt immer, sobald ich in der Nähe bin.
Dieser Schäbige, ich unterschätze den jedes Mal. Unglaublich. Jetzt war es das mit der 60er, glaube ich. So ein Dreck. Der riecht dich, ja, aber wirklich. Du bist in der Nähe und er huckt dich, bevor du überhaupt bei ihm bist, er huckt dich schon. Der riecht der Schnitzel und weiß sofort, wo du bist. Aber wirklich. Das ist echt verflucht. Alter, wie viele Scrolls hast du denn gefunden? Ja, sehr, sehr risky. Ich habe alle Flüche mitgenommen. Ich glaube, ich hatte 5 Flüche oder 6 Flüche oder keine Ahnung. Waren schon viele. War nicht wenig. Aber durch den Bogen ist das halt auch extrem. Dieser Hokuto-Bogen, ich liebe den mittlerweile. Der ist richtig geil. Oh. Nennt ihn erst noch Käsebogen. Ja, weil er keinen Schaden macht. Ich war immer gewöhnt, Schaden zu machen mit dem Bogen. Deswegen. Weil im Blutding waren wir schon drin, ja. Ah, er ist ziemlich stark. Ich meine, durch den sind halt wirklich fast alle One-Shot, ne? Da gibt's einen versteckten Raum, glaube ich. Oder auch nicht. Bestimmt auch nicht durch deine 25 Tag. Na. One-Shot. Also wenn ich normal schieße, One-Shot ich nicht. Aber meine Taktik macht ihn auch noch stärker, ja, das stimmt. Ja, aber auch der ist auch schon ziemlich stark, ohne irgendwas. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, die Runde, dann weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt den Endboss nicht schaffe, dann drehe ich durch. Jetzt ist die Chance. Jetzt ist wirklich die Chance, dass ich es mache. Ah, wenn ich das. Oh ja, so geht's auch. Okay. Gerade noch so. Das ging sich gerade noch so aus. So, das ist unser letzter. Oh.
schön. Auf geht's, auf geht's. Sehr gut. Und am Ende gibt's auch nochmal eine Rolle. Eine Taktikrolle. Oh, oh, oh. Bam, bam, bam. Oh shit, da unten ist eine Elite. Nice. Wurfmesser? Nein, ich lass das so. Ich lass mein. Ich werde da gar nichts ändern. Ich werde da gar nichts ändern. Ich sollte hier auch überhaupt nichts ändern. Oh oh. So, hier gibt's jetzt. Hier sollte auch nochmal eine Rolle sein. Jawohl. Und ein schweres Geschütz. Ach du Scheiße. Warte mal. Es ist aber schwächer. Es ist schwächer. Es ist schwächer. Oh mein Gott. Ich könnte es halt auch noch mal aufwerten, ne? Aber Scheiße, ich weiß nicht, was ich tun soll. Von meinem Glück, von meinem Glück. Oh. Hier 6000. Ja, das ist stärker. Es ist einfach stärker. Weil es einen Taktikpunkt drauf hat. Ach nein. Ich meine, ich hätte 50.000. Ich hätte 50.000. Es ist so schwierig, ich weiß nicht, was ich tun soll. Warum ist das jetzt am Ende so? Nee, ich lasse es. Ja, ich lasse es. Es muss mit dem auch reichen. Das muss einfach reichen. Ich ändere gar nichts an meinem Bild. Jai. Nein, ich lasse es. Ich lasse es, wirklich. Sonst, wirklich, weil ich habe mich das letzte Mal so geärgert. Also kurz nachdem du gegangen bist, Fini. Ich war beim Endboss. Alles hat super ausgeschaut. Und ich habe an meiner Waffe habe ich noch eines verzaubern wollen und pam, habe ich die Verzauberung mit 300% mehr Schaden bekommen.
dass ich mache zwar 300% mehr Schaden, aber ich kriege auch 300% mehr Schaden. Und das ist einfach die Hölle beim Boss. Das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Deswegen, ich lasse das jetzt. Ich lasse das jetzt einfach. Ja, ja, der hat mit einem Schlag hat er dann 60% von meinem Leben weggehauen. Weil ich eben 300% mehr Schaden bekomme, ne? Sehr gut, hier haben wir noch eine Truhe. Ja, das nehmen wir aber eh nicht. Okay, dann bin ich bereit. Ich bin bereit. Ah, die Stunde der Wahrheit, Leute. Die Stunde der Wahrheit. Ich habe alles, gell? Ich kann es nicht weiterhin hinauszögern. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Haben wir nicht geschafft, egal. Die Zellen hauen wir hier rein. Hier müssen wir noch was ändern. Mutation zurücksetzen, ja. Wir nehmen aber YOLO und wir nehmen innerlich tot nehmen wir. Sehr gut. Und wir nehmen Unterstützung. Ja. Oh, Leute, jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Drückt mir die Daumen. Da ist er wieder. Ich hasse dich. Boah, was sollte gut klar gehen? Sollte sehr gut klar gehen. Trink! Oh, er geht klar. Geht gut klar. Ja. Easy sogar. Easy. Nice. Easy. Das war easy, ja. Das war echt easy. Aber gut, ich meine, ich habe ja auch echt viel, gefarmt jetzt dafür. Huh. Easy as fuck. Niklas. Ey, Hans-Dieter, servus. Wow, nicht schlecht. Gratuliere. Danke dir, danke dir. Okay, passt. Passt, passt, passt. Was passiert jetzt? Stammzelle 2, modifiziert den Schwierigkeitsgrad und schaltet neue Optionen frei. Oha! Yes! So schmeckt mir das. Sehr gut. So, warte, ich schau nochmal hier kurz. Vielleicht gibt es irgendwas Neues oder so. Irgendwas Verstecktes eventuell. Ich glaube nicht, nein. Oh, jetzt kommt Postzelle 2. Jetzt kommt Postzelle 2. Schwupp.
Yes. Niklas meinte ja, es hat sich nicht so viel verändert bei Postzettel 2. Also von 1 auf 2, oder? Stimmt das? Stimmt doch, Niklas, oder? Ist nicht viel anders, oder? Hier, warte mal. Entfernt alle Heilbrunnen, lässt aber ein paar vereinzelte Nachfüllstationen für Medizinfiolen übrig. Hä? Gegenstände können in der legendären Schmiede auf die Qualität... Ja, das passt. Lässt dich die nächste Bossstamm... Ja. Zweimal mehr Zellen bei Gegner finden. Oh, das ist gut. Das ist sehr stark. Hier kann man wenigstens dann gescheit farmen jetzt. Okay. Postzelle 2. Ich bin bereit. So, was haben wir denn Schönes? Ah, der Nussknacker. Der Nussknacker am Anfang. Dann lassen wir es mal schön abnussen. Knacken ein paar Nüsse hier. Oh no. Ein paar mehr Gegner, glaube ich, oder? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Autsch. Oh, jetzt habe ich meine ganzen Zellen von vorhin verloren. Aber sowieso ein blödes Setup. Ich bin nicht so der Fan vom Nussknacker. Ah, egal. Hätte ich sowieso ausgewechselt. Beim nächstbesten Shop.